liebe Handpen-Freunde, herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial, unserer ersten kleinen Lektion zum Thema, wie spielt man Frau, wie spielt sich eine Handpen und was hilft dabei, um dem Instrument möglichst schnell meditative, gut klingende, angenehme Tonfolgen zu entlocken. Ich stelle euch gerne mein bescheidenes Wissen zur Verfügung, um euch dabei ein bisschen zu unterstützen. Der eine oder die andere kennt vielleicht auch meine kleinen Beiträge zum Thema Cajon. Da läuft das ebenfalls. Kleine Tutorials zum Thema Cajon. Und ich kann jetzt schon empfehlen, sich auch als Handpan-Spieler diese Cajon-Tutorials anzuschauen. Weil das Cajon als Instrument und die Handpan als Instrument, die haben eins grundlegend gemeinsam. Und zwar geht es da um die Spieltechnik bzw. um die Art und Weise, wie ein Perkussionsinstrument in einem Fluss fließend gespielt werden kann. Und das funktioniert immer über die abwechselnde Bewegung der Hände, über ein abwechselndes Schlagen. Die Musiker, die Percussionisten nennen es Hand-to-Hand. Das heißt auch, eine Handpan wird im Idealfall Hand-to-Hand gespielt, weil dadurch kann ich sehr schöne, flüssige Verläufe erzeugen und dem Instrument sein komplettes Potenzial entlocken. Gut. Wie spielt sich eine Handpan am schönsten? Sie heißt zwar Handpan, eigentlich ist es aber eine Fingerpan, weil die beiden zentralen Finger, die ihr am Anfang braucht, um überhaupt Töne aus dem Instrument rauszuholen, sind empfehlenswerterweise die beiden Zeigefinger. Und diese beiden Zeigefinger sind quasi, wenn ihr euch das so vorstellt, wie ein paar Schlägel. Nur wie gesagt, Schlägel auf der Handpan, das mag die nicht gerne. Deswegen benutzt von vornherein eure Zeigefinger als Schlägel. Und wie ihr schon sehen könnt, wenn ich mir vorstelle, dass meine Zeigefinger Schlägel sind, das Handgelenk ist ganz locker. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um Handpan zu spielen, dass ihr locker seid. Vermeidet bitte solche Bewegungen. Das klingt nicht und das fühlt sich auch nicht gut an, sondern es ist ganz wichtig, dass das aus einer ganz lockeren Bewegung stattfindet. Und so kann ich Handpan üben, ohne an der Handpan zu sitzen. Stellt euch vor, ihr steht im Stau und wollt eure Handpan-Technik trainieren, dann macht genau diese Übung einfach. Zack. Immer abwechselnd. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Gut. Wenn ich das jetzt auf das Instrument übertrage, dann mache ich das erstmal jetzt hier in der Zentrale. Die Zentrale, das ist das Ding in der Mitte, dieser Ton, dieser Hauptton, der ja auch die Stimmung der Handpan vorgibt, das sogenannte Ding. Und das Ding hat eine Umgebung, wie ihr seht. Das ist die Umgebung vom Ding. Und auf dieser Umgebung könnt ihr wunderbar anfangen, erste Schritte zu machen, um der Trommel, um dem Instrument die ersten Töne zu entlocken mit euren Fingerspitzen. Ganz locker. Und das ganz Wichtige dabei ist, dass euer Finger sofort nach dem Schlag das Areal wieder verlässt. Erst dann kann der Ton sich entfalten. Wenn ihr den drauf liegen lasst, wirkt ihr ihn ab. Also vermeidet das, so klingt sie nicht, sondern ihr müsst sie ganz locker klingen lassen und könnt dabei euch schon konzentrieren auf das Nachklingen des Tons, den ihr spielt. Das Nachklingen des Tons bezeichnen wir als Sustain. Und das Schöne an der Fame Handpan ist, dass sie ein extrem langes Sustain hat. Wenn ihr mal messt mit der Stoppuhr, ihr kommt auf knapp 10 Sekunden pro Ton. Wenn ihr das Ding mal zentral spielt,
bis der Ton wirklich weg ist, gehen knapp 10 Sekunden vorbei. Und das gilt für alle Tonfelder auf der Handpan. So, als erste entspannte Übung ganz lockere Einzelschläge in der Dingzone. Und dann geht ihr zum Spaß einfach mal raus aus der Dingzone auf die sogenannte Schulter. Dieser Bereich, der oberhalb der Tonfelder liegt, das nennen die Handpan-Spieler die Schulter. Auch die Schulter klingt. Wenn ihr sie mit Einzelschlägen spielt, könnt ihr ganz vorsichtig eure Handpan tonal erkunden, weil je nachdem, wo ihr die Schulter spielt, schwingen immer die beiden benachbarten Tonfelder mit. Und die Schulter, die darf man auch gerne schon mal mit der kompletten Hand, Oberhand spielen. Dann wird sie lauter und deutlicher. Und ich habe schon ein erstes kleines Werkzeug an der Hand, wie ich ein Handpan-Spiel für mich entwickeln kann, indem ich einfach beide Techniken miteinander kombiniere. Ich spiele ganz leicht, vorsichtig mit den Fingerspitzen in der Dingzone und gehe dann mit der kompletten Hand nach draußen auf die Schulter. Und zurück in die Dingzone. Wenn ihr euch Handpan-Videos von Spezialisten, von absoluten Koryphäen auf YouTube anseht, werdet ihr über kurz oder lang feststellen, dass nicht nur die Zeigefinger gespielt werden, sondern es werden mittelfristig alle Finger möglichst integriert ins Handpan-Spiel. Und heute am Ende der Session möchte ich euch ein Beispiel gegeben haben dafür, wie ihr eure kompletten Finger alle schon drauf trainieren könnt, diese Schlägelfunktion zu erfüllen. Deswegen möchte ich euch folgendes Beispiel zeigen. Wir sind immer noch in der Dingzone. Wir sind noch nicht auf einem bestimmten Ton. Wir sind nur in der Dingzone und spielen einfach mal 4 Schläge. 1, 2, 3. Mit den Zeigefingern. Dann wechseln wir einfach mal zum Mittelfinger. 1, 2, 3, 4. Dann geht ihr zum Ringfinger. 1, 2, 3, 4. Und last but not least, der kleine Finger. Der kann das auch. Der kleine Finger hat aber gerne noch, wenn die Hand sich dabei ein bisschen dreht. Seht ihr so. Weil der kommt nicht richtig an. So richtig gut aus dem Quark, auch bei mir nicht. Also deswegen empfehle ich euch, wenn ihr mit dem kleinen Finger spielt, dreht ein bisschen. Zack. Dann klingt die Trommel. Und dann geht ihr zurück über die Ringfinger. 3, 4. Über die Mittelfinger. 1, 2, 3, 4. Zurück zum Zeigefinger. 1, 3. Ich hoffe, dass die allermeisten von euch 5 Finger pro Hand haben. Nehmen wir auch den Daumen mit rein. Den nehmen wir auf die Schulter. Der Daumen spielt mit diesem Knochen hier. Zack. So spielt der Daumen auf der Handpan. Ganz lockere Abfolge. Immer 4 Schläge pro Fingerpaar. Finger. Und last but not least die kleinen Finger. Zack. Basierend auf dem beginnenden Hand-to-Hand-Spiel auf der Handpan nehmen wir jetzt die Tonfelder mal mit rein. Die Tonfelder, auch die triggert ihr über einen Finger. Gerne im unteren Bereich des Tonfelds. Da ist es am gutmütigsten. Da springt es am schnellsten an.
nachdem, wie stark ihr es anschlagt, müsst ihr mal drauf achten bei eurer Handpan. Je stärker ihr es anschlagt, umso mehr Obertöne setzt das Tonfeld frei. Nehmen wir mal den, dass man das sehen kann. Was ist jetzt vorsichtig? Und wenn ich das ein bisschen stärker spiele, bringt das ganze Instrument, der komplette Resonanzkörper der Handpan, mehr Obertöne zutage. Und allein das zu erkunden, welche Resonanzen erzeugen die einzelnen Tonfelder, da könnt ihr schon einen ganzen Vormittag mit verbringen in Verbindung, im Dialog mit eurer Handpan. Ich darf nur immer wieder daran erinnern, achtet darauf, dass sämtliche Bewegungen, sämtliche Schläge, die ihr spielt auf dem Instrument, aus dem lockeren Handgelenk kommen. Das ist ganz wichtig. So, jetzt nehmen wir die einzelnen Tonfelder mal in dieses Hand-to-Hand mit rein. Und zwar beginnend mit der rechten Hand. Das wäre dann 1, 2, 3, 4. Also auf der 1, 2, 3, 4 nehme ich immer ein Tonfeld mit rein. Im Moment ist es noch das Ding, das Zentralton. Und jetzt gehe ich einfach mal beim nächsten Durchgang, bei der nächsten 1, gehe ich mal aufs unterste Tonfeld. Und wieder zurück. Und dann kommt das nächste. Und wieder zurück. Bis dahin, wo ihr hergekommen seid. Und wie ihr merkt, die Zwischenschläge, die Zahl, die betonte, die jeweilige Zählzeit, die 1, die betone ich ein bisschen, dass der Ton schön klingt. Die Noten dazwischen, die 2, 3, 4, die spiele ich deutlich seichter und leiser, vorsichtiger. Das ist für späteres Spiel ganz wichtig und hilfreich. So, das Gleiche können wir natürlich auch mit links machen, wenn wir das ganze Schema in links beginnen. 1, 2, 3. Jetzt spielt die linke Hand. Jetzt kann ich auf die linke Seite meiner Pan rüber, indem ich ihn reinnehme. Ein bisschen deutlicher geht das. Da ist der Ton. Und jetzt kommt er bei der nächsten 1, 2, 3. Wieder zurück. Und dieses Spiel, das ist schon ein Spiel. Ich spiele schon Handpan. Dieses Spiel kann ich variieren, indem ich diese Übung auf alle meine Finger übertrage. Ich kann das Gleiche mit den Ringfingern spielen. Jetzt sind nur jeweils die Mittelfinger aktiv. Und das gleiche auf links gedreht. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So könnt ihr alle eure Finger trainieren, dass sie locker schlagen und sich eure Arme dabei gleichzeitig bewegen. Denn da geht es irgendwann hin, dass ihr Figuren spielen könnt, wo ihr das ganze Areal der Trommel benutzt. Und dafür ist es wichtig, dass ihr A, wisst, wo müsst ihr hinspielen, wenn ihr das Feld selbst nicht sehen könnt. Und einfach ein Gefühl für euer Instrument zu bekommen. Ich habe das Gefühl für die Handpan sehr schön mit dadurch entwickelt, dass ich von Anbeginn angefangen habe, die Töne, die jeweiligen Töne innerlich mitzusingen. Meine gesamte rhythmische, wie soll ich sagen, mein gesamtes rhythmisches Wirken und Vermitteln fokussiert sich auf Sprache und auch auf das Mitsingen.
Also ich sag, meine Philosophie ist, alles, was ihr singen und sprechen könnt, das könnt ihr spielen. Und das ist bei der Handpan genau das Gleiche. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich möchte gerne eine bestimmte Melodiefolge spielen, die mir vielleicht im Kopf ist, dann hilft mir das ganz genau, wenn ich weiß, hier ist mein D, 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 A, da, 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 da. Das heißt, wenn ich was im Kopf habe wie dann weiß ich mit der Zeit, hier liegt dieser Ton. Immer wenn ich Handpan spiele, singe ich im Kopf mit. Umso schneller und umso intensiver ihr euch die Töne eurer Pan merkt, umso schneller seid ihr in der Lage, frei zu spielen. Da kommt es bei der Handpan drauf an, dass ihr frei spielt, nicht irgendjemanden kopiert oder versucht, irgendein Lied zu spielen. Das geht mit der Handpan meistens sowieso nicht. Sondern die Handpan ist ein Instrument, die weckt eure eigene Kreativität und die ist da. Damit ihr das schnell entwickeln könnt und optimal nutzen könnt, lege ich euch dieses kleine Tutorial anhand, im wahrsten Sinne des Wortes. Probiert es ein bisschen aus, abwechselnd, locker, über alle Tonfelder verteilt. Ihr könnt natürlich auch mal so versuchen rüber zu gehen, wenn ihr auf rechts bleibt, diese Bewegung zu machen. Und so könnt ihr mit einem Finger alle Tonfelder kennenlernen, ohne dass ihr nach links wechseln müsst. Müsst ihr halt umgreifen. Oder das gleiche auf links. Nach hier rüber. Jetzt habe ich euch in 20 Minuten die ersten Schritte mal so ein bisschen nahegebracht, wie man das mit der Handpan machen kann. Es ist nicht die einzige Möglichkeit. Ich möchte an der Stelle mal auch einen kleinen Tipp geben für Leute, die da mehr drüber wissen möchten und vielleicht auch noch schneller was drüber wissen möchten. Es gibt einen fantastischen Handpan-Spieler auf YouTube, der nennt sich David Cook-Hermann. Der hat hervorragende Tutorials, von denen ich auch eine ganze, ganze Menge immer noch lerne. Lege ich jedem, der weiteres Interesse hat, gerne ans Herz. Schaut euch die Tutorials vom David Cook-Hermann an. Und wenn jemand einfach Bock hat, sich von Handpan-Musik verzaubern zu lassen, dann lege ich ihm ans Herz, sich die Videos von Cabezão anzuschauen. Das ist ein portugiesischer Handpan-Spieler, mein ganz großer persönlicher Held. Es ist unfassbar, was dieser junge Mann mit der Handpan veranstaltet. Cabezão, geschrieben K-B-C-A-O, Cabezão, werdet ihr sofort finden. Der Typ ist die Granate. So. Damit für heute erstmal genug zum Thema Handpan. Wir werden uns sicherlich bald wiedersehen. Ich freue mich auch in diesem Falle und bei diesem Video, wenn ihr den Daumen nach oben tut. Ihr könnt auch, wenn es Fragen gibt eurerseits, die gerne auch mal stellen. Schreibt uns ins Forum, stellt Fragen und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, auch dafür bin ich gerne offen und darf mich verabschieden. Wir sehen uns in Kürze wieder. Ciao, ciao. Thank you.